neun Bundesländer sind traditionell stark beim JTFO-Judo-Wettbewerb. Doch das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, kurz SLZB, ist eine Macht, an der so leicht niemand vorbeikommt. Am ehesten ist das noch den Judokas von der Brandenburger Sportschule Frankfurt-Oder zuzutrauen, deren Mädchen genau das im letzten Jahr schafften und als Titelverteidiger in die Hauptstadt gekommen sind. Die Paarung SLZB gegen Frankfurt-Oder gibt's dann auch gleich doppelt in den Halbfinals am zweiten Wettkampftag. Bei den Mädchen lassen die Kämpferinnen und Mannschaftsführerin Jasmin Kaiser nichts anbrennen, sichern sich mit 4:1 den Sieg über den Erzrivalen und stehen damit im Finale. Also ich würde sagen, in dem Jahr haben wir natürlich nochmal viel an allem gearbeitet und sind natürlich auch viel stärker geworden. Und wir sind einfach mit einer ganz hohen Motivation hier reingegangen in den Wettkampf. Und ich denke, das ist auch das Ausschlaggebende gewesen, dass wir jetzt hier im Finale stehen. Die SLZB-Jungs gehen ihre Kämpfe gegen die Frankfurter nicht minder konzentriert an, treffen aber auf heftigen Widerstand. Nach 4 Paarungen steht es 2:2 unentschieden. Die letzte Begegnung entscheidet über den Einzug ins Finale. In der nach oben offenen Gewichtsklasse über 55 Kilogramm hat der 15-jährige Lorenz Mohr mit stattlichen 108 Kilo deutliche Gewichtsvorteile gegenüber seinem Frankfurter Gegner Dennis Rietz, der sich aber geschickt zu wehren versteht. Als Lorenz Mohr in der Schlussphase eine Art Haraigoshi gelingt und er seinen Gegner im Anschluss mit einer Kesagatama-Haltetechnik am Boden festmachen kann, ist die Begegnung entschieden. Auch das Jungsteam vom SLZB steht im Finale. Wir standen halt beide mit der Hüfte so zugleich und dann dachte ich mir so, jetzt, wenn ich jetzt werfe, dann habe ich gewonnen. Wenn ich jetzt nicht werfe, sind wir raus. Und dann habe ich ihn halt noch im Boden festgehalten und wer bei mir im Boden liegt, der kommt halt nicht raus. Und das könnte dann auch morgen jemand zu spüren bekommen, wenn es zu beide SLZB-Teams gegen Mannschaften vom Sportgymnasium Jena in Thüringen geht.